Aber eigentlich, ich bin wirklich überrumpelt und als ich davon gehört habe, das Telefon bekommen habe, ich habe das nicht erwartet. Der Film hat aber tatsächlich sehr, sehr viele Reaktionen gehabt. Ungefähr 900.000 Leute haben diesen Film gesehen. Ich habe 25 Jahre über das Schweizer Fernsehen Filme gemacht. Auch andere Filme haben einige Reaktionen gehabt. Das ist eigentlich normal, wenn Filme um 8 Uhr im Fernsehen kommen. Aber dieser Film hier, was der ausgelöst hat, hat mich sehr, sehr überrascht. Auch es sind hunderte von Reaktionen gekommen. Am meisten überrascht war sicher auch die Familie Giesler, die im letzten Sommer gänzlich überrannt worden ist von Leuten und fast nicht mehr wusste, wie sie sich da wehren soll. Ich habe überlegt, warum das so ist. In diesem Film kommen natürlich mehrere Dinge zusammen. Da ist die große Tragödie des Todessturzes von Sepp Giesler selber. Aber ich glaube, es geht hier weniger um den Tod in diesem Film. Dieser Film hat auch einen Preis bekommen für ein Werkfilmfestival in Tegernsee. Da hat in der Laudatio oder der Juror gesagt, das sei eigentlich kein Film über einen Tod, sondern er hätte kaum je einen so lebensbejahenden Film gesehen. Und ich glaube, das kommt in den Äußerungen dieser Familie zum Ausdruck, wie sie da arbeiten, wie sie da leben, wie sie auch auf diesen Tod reagieren. Ich habe gestern noch mal die Mails durchgeschaut, oder ein Teil davon, die auf dem Film erfolgt sind. Und ich habe gesehen, dass für viele Leute in der Schweiz es irgendwie eine Offenbarung oder eine große Information war, dass es Bauern gibt, die so leben und so arbeiten. Für mich ist es nicht ganz überraschend gewesen. Ich lebe in der Gegend in Weißenzern. Es ist für mich das Wandergebiet. Ich habe schon mehrere Filme über die Landwirtschaft gerade in Bern gemacht. Aber offenbar für viele Leute in der Schweiz war das unbekannt, dass es Bergbauern gibt, die so arbeiten, die aber auch zufrieden sind, die glücklich sind mit dem, was sie machen, trotz ihrer sehr strengen Arbeit. Und ich habe ein paar Sätze mir rausgeholt aus solchen Meldungen, die speziell das Bauerndorf betreffen, aus Mails, die mir gezeigt haben, dass hier in diesem Film für Leute wie eine Exotik auf ihn, der eigentlich keine Exotik ist, sondern das für viele Leute ein Wert gegen die Normalität ist. Ein Film, der die wichtigen Rollen der Bauern zeigt. Ohne die Bauern verlammert das gesamte Land. Man stelle sich einmal die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln vor, hat ein Toni Zumbühl geschrieben, ein Rocco Schmid schrieb, bin selber Flachlandbauer und habe wahrgenommen, wie die ruhige, wohlwollende Stimmung sich auf die Tiere überträgt. Nur so ist es möglich, das Muneli so problemlos per Seilbahn zum Schlachten zu führen. Und Hans-Jörg Post hat geschrieben, die Geschichte der Familie Giesler ist sehr beeindruckend, großer Respekt, ein Heimat unter solchen Bedingungen zu führen, ist schlicht genial. Wir sind stolz auf unsere Bergbauern und Eltern, die einen wichtigen Beitrag für die Schweiz leisten. Eine Leon Auge schrieb, stellen wir uns mal vor, wie würden alle leben, diese Bergbauern, allen voran die porträtierte Familie Giesler, welcher Frieden, welche Zufriedenheit auf dieser Erde, zu dem sie verdienen jeden einzelnen Subventionsfranken hart und würden, ja die Landwirte und Tiere im Flachland verdienen, dass keine Touristen und keine Autofahrer Abfall auf Bergen und Wiesen zurücklassen, beziehungsweise aus den Fahrzeugen schmeißen. Und dann noch eine letzte Meldung oder eine letzte Satz von einem Kühle Hirsiger. Ich liebe unsere Berge und ohne unsere Bergbahnen sind sie nur noch halb so schön. Danke, liebe Bergbahnen. Einige Stimmen von Zuschauern.